Nein. Entweder wir gehen gleich dahin. Auftrag abgeschlossen. Die Kartenkammer. Sehr schön. Entweder wir gehen gleich dahin oder wir machen noch andere Aufträge. 1600 Meter. Oh ja, moin. Alles klar. Es könnte aber die Eulerei sein, so wie es mir gerade... Es wird Zeit, dass Sie Gelatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Okay. Ich glaube, das mache ich erstmal eher als jetzt den... Nee, die Eulerei ist ja da. Okay, never mind. Das ist doch nicht die Eulerei. Weltkarte. Oh, yo. Der ist weit weg. Okay, das hört sich schon mal doch sehr gut an. Ich will auch versuchen, das Spiel auf 100% zu spielen. Das heißt für mich einfach alles Mögliche erkunden, egal wo, jede kleine Ecke mitnehmen. Aber im Großen und Ganzen hat erstmal die Story ein... Jetzt habe ich versucht, was ich sagen wollte. Das ist ja wieder super stark meinerseits. Fokus. Die Story hat für mich erstmal Fokus, aber am Ende will ich nochmal alles erkunden, was ich so sehe und finde. Aufträge, da wollte ich... Oh mein Gott, wie viele Aufträge habe ich denn jetzt? Öffnen Sie die Schatte der einäugigen Hexe. Sprich mit Perry Pippin. Okay, sprich mit... Oh Gott, das sind einige Aufträge. Das ist die Hauptquest, aber ja. Fokustrank. Machen wir mal den Fokus an. Okay. Wie genau funktioniert das jetzt? 600 Meter in diese Richtung. Und... Hallo. Beschaffe und teste einen Fokustrank und beschaffe die Zaubertränke Maxima und Ederus. Teste sie zeitgleich. Okay, das hört sich doch sehr schön an. Und wofür muss ich jetzt dahin? Nach Hogsmeade nehme ich mal an. Ja. Aber ich möchte nicht teleporten oder die Schnellreise nutzen. Ich möchte ganz gerne mit meinem Besen dahin fliegen. Habe ich einfach mehr Bock drauf. Azi-Duell Spiel 1. Okay. Das gucken wir uns auch ganz gerne später an. Confrinko. Das ist nicht das, was ich wollte. Das wollte ich machen. Danke. Ist hier noch einer? Sehr schön. Genau. So. Ab nach Hogsmeade. Also, ich sehe im letzten Stream schon gesagt habe, oder im vorletzten Stream, wo ich das Spiel gespielt habe. Mittlerweile habe ich richtig Ehrgeiz, hier weiterzukommen. Am Anfang war so, aber mittlerweile habe ich richtig Bock, dieses Spiel zu spielen. Das ist so sad. Was passiert, wenn ich Q drücke? Achso, beschleunigen. Sinken, steigen. Okay, das kennen wir ja schon. Ab nach Hogsmeade. Wo ist die andere Aufgabe? Ach, das ist doch bestimmt der Turm da hinten, oder? Ja, okay. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Das ist doch der verbotene Wald hier. Wir wollten erstmal nach Hogsmeade rein. Um uns diese Aufgabe da zu widmen. Ach, wait, stimmt, wir können ja gar nicht so rein. Das geht ja nur mit einem Mod. Warte mal, mir fällt gerade ein, dass ich doch nicht verfügbar. Wow, okay, wir müssen mal ganz kurz auf den Boden. Runter hier, danke. Jetzt nochmal Inventar. Ich habe, okay, ich dachte, dafür gibt es Skins. Also anderes Aussehen und so weiter, kosmetische Dinge. Naja, egal. So, dann wollen wir doch mal den Fokustrank und den Maxima-Trank und Ederus beschaffen. Dafür muss ich aber erstmal hier hinter. So. Das solltest du vielleicht tun, ja. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Okay. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung?
Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich mach gleich weiter. Ich helfe gerne. Sie klingt anstrengend. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Ich hoffe nicht. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Ja, oder mit anderen Worten etwas anderes gesagt. Okay, bringe Fatima Lawang 3 Unsichtbarkeitstränke. Die muss ich aber dann aber erstmal brauen. Weil die habe ich ja jetzt nicht so einfach auf der Tasche. Was ist denn hier? Du bist was? Ja, da fehlt mir dieser Troll-Popel. Dafür muss ich erstmal. Wo kann ich Trolle töten? Beziehungsweise generell. Ich habe sogar 4 auf der Tasche. Okay, die wollen wir mal nicht verschwenden. Das heißt, wir müssen 1900 Meter jetzt in die andere Richtung. Ja, dann erkunden wir doch gleich mal. Ach, Weltkarte. Dann erkunden wir doch gleich mal. Jo, die ist da hinten. Wir können doch dann teleportieren, eine Schnellreise machen. Aber warum? Ich möchte die Welt ein bisschen Ach, die Fehler hier drin gar nicht stimmt. Was regen Sie sich so auf? Ich möchte die Welt ein bisschen erkunden. Und nur Schnellreise machen ist doch langweilig. So, dann ab raus hier. Und dann fliegen wir doch mal gleich zu ihr. Vielleicht erkunden wir ja dann noch irgendwas. So. Ich frage mich ja immer noch, ab und zu sehen wir ja diese, was haben wir denn hier? Da, diese Luftballons. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, für was sie sind. Oder was können wir mit dem machen? Können wir dagegen fliegen und dann passiert irgendwas? Hui. Ja. Und das brachte uns jetzt, oh, genau was? Da unten liegt ja nichts. Und dann haben wir noch eins. Hier haben wir noch mehrere. Nein, das haben wir gemisst. Können wir jetzt Zug fahren? Nein. Jemals haben wir hier eine Aufgabe und hier drüben ist ein Händler. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Also gut, was hast du da? Warum bewegt sie sich? Was? Die Tasche, sie zappelt. Was ist da drin? Doch keine Ahnung. Nein, es ist ein Niffler. Was soll ich mit einem Niffler? Er ist gewieft. Er hat mich bestohlen. Ein Niffler hat dich bestohlen? Damit will ich sagen, er ist ein Naturtalent, ist sein Gewicht in Gallionen wert. Na dann los, zeig ihn mir. Ich Wenn muss du meine wohl... Zeit verschwendest. Au! Ich würde niemals ihre Zeit... Er hat mich gekratzt. Komm schon, du Kleiner. Nicht meine Ratte im Griff. Ist. Wenn ich deine Ratte erwische, ist sie tot. Bist du tot. Und jetzt raus. Ich schwöre. Amateur. Wir haben ja anscheinend wieder eine Aufgabe. Und hier haben wir, was ist denn das hier hinten? Hier ist irgendein Fragezeichen. Können wir hier rein? Nein. Was genau ist das Fragezeichen? Wie komme ich denn dahinter? Wahrscheinlich hier. Dann können wir mal ganz kurz zum Händler gehen und mal ein bisschen was verkaufen, weil unser Inventar ist ja immer voll. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Nein, eigentlich nicht. Ich erkunde gerne. Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Ja, definitiv. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Hallo Leopold. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Ich möchte da was verkaufen.
Kann ich mir die Waffen ansehen? Was verkaufen Sie hier? Finden Sie etwas, das Sie brauchen. Mondstein und sowas, ne? Aber das brauchen wir alles nicht. Ich möchte ganz gerne verkaufen. Jupp. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Ja, ich auch. So, wir verkaufen einfach alles, weil brauchen wir nicht. Können wir alles gleichzeitig verkaufen? Das wäre sehr angenehm. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Sind gleich um 5000 Galleonen, ne? Stark. So. Ah, hier die Alraune und sowas, ne? Erdrosttrank. Den kaufen wir einmal. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und Maxima-Trank, den sollten wir auch einmal kaufen. Megaport-Trank kaufen wir gleich dreimal. Das haben wir. Und Alraune einfach 500. Okay, mehr brauchen wir nicht. Das ist auch heftig, ne? Aber egal. Es war mir ein Vergnügen. Ja, das denke ich mir auch. Was nenne ich das hier hinten für ein Felder? Diese Felder hier. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ah, natürlich. Was waren die? Und was genau soll ich bei der Prüfung jetzt machen? Eine Prüfung Merlins. Aber was genau soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Confringo! Ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Ich soll ja diese... Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Sehr schön. Davon hat man ja noch eins. Und Hoxley hat mal auch eins. Sehr, sehr schön. Gut, das haben wir jetzt aber geschafft, ne? Genau. Wir hatten da von hinten noch eins, ne? Gehen wir da und da auch nochmal ganz kurz hin und lösen wir dies auch nochmal. Das war doch irgendwo hier hinten, habe ich das gesehen. Da. Ne, runter. So. Confringo! So, wo hatten wir hier noch eins? Da. Okay, ich bräuchte aber wahrscheinlich noch eins oder zwei, ne? Wo sind sie? Oh, fuck. Moin, danke. Fünf. Da. Kann ich auch auf dem Besen? Auf dem Besen geht das nicht anscheinend. Okay. Wo haben wir denn hier noch das letzte? Ach, nicht Steuerung. Boah, zu schnell. Gut. Runter hier. Wo haben wir denn das letzte? Da ist keins mehr. Genau, das ist nicht das, was wir brauchen. Jetzt geht das Gesuche los. Danke, 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 danke. Aber ich brauche noch die letzte Kugel. Wo finde ich die? Wo ist die? Da unten. Confringo. Jupp. Haben wir. Sehr schön. Was bringt uns das eigentlich, wenn wir alle Prüfungen von Merlin schaffen? Accio. Oh, ich muss länger. Was bringt uns das? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich will immer noch wissen, kann man hier mit dem Zug fahren? Oh, ich muss langsamer werden. Sehr schön. Wahrscheinlich eine Aufgabe für den Tag, ne? Möglich. Egal, wir wollten jetzt erstmal dahinter. Dann machen wir das doch einfach mal und fliegen einfach der Schienen hier mal entlang. Diese Dinger hier, was seid ihr?
Was macht ihr? Ich muss ja anscheinend dagegen fliegen. So. Herausforderung abgeschlossen. Lasse Balance platzen. Ah, das ist eine Herausforderung. Ich verstehe. Und hier unten ist eine Bärenhöhle. Ist hier irgendwas? Weil hier kann ich so lang. Hier ist nichts, ne? Außer ein Wasserfall. Das sah so aus, als könnte ich da irgendwas machen. Weil hier fehlt ja auch ein Weg entlang. Und hier hinten ist eine Höhle. Wisst ihr was? Hallo. Stufe 2. Oh nö, ich wollte hier gerade rein. Das finde ich jetzt frech. Okay. Egal. Dann folgen wir doch einfach mal weiter den Weg hier unten. Hier unten ist auch noch irgendwas. Irgendwo muss ich doch hier ein Hebel geben. Oder irgendwas, womit ich das aufmachen kann. Hier. Hier muss irgendwas Schweres drauf, so wie es aussieht. Was ist denn hier schwer genug, was ich bewegen kann? Gleichzeitig aber auch... Ah, hier ist ein, das ist eine Spinne. Confringo! Ja, stimmt, die haben hier draußen Ausdauer. Okay. Accio. Incendio. So, sehr schön. Ausweichen. Haben wir das auch gemacht. Nice. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ja. True. Okay, aber ich wollte hier hinten nochmal was gucken. Was ist hier? Das sieht so aus, als könnte ich hier mit dem Boot anlegen. Kann ich Boot fahren? Kann ich Boot... Also fahren nicht, aber schwimmen. Aber ich wollte das hier hinten jetzt lösen. Was genau muss ich denn da machen? Ich habe doch die Beschwörungszauber gelernt. Kann ich damit Sachen beschwören? Die kann ich hier draußen nicht anwenden. Das Ding, kann ich das bewegen? Akio! Nein. Bevor wir jetzt hier schneller wären, würde ich ganz gerne meine Kamera auf dem Besen bewegen können. Okay, hier scheint aber nichts so sein, als würde ich hier irgendwas runterstoßen können. Wie genau funktioniert das? Wie genau funktionierst du? Komm, hier hoch. Kletter doch, danke. Hier scheint doch nichts zu sein. Dieser Baumstumpf da unten. Kann ich den bewegen? Beziehungsweise diese Kiste hier. Passt. Komm, Frink. Genau so. Glühwürmchen, wie schön. Genau so. Okay. Akio. Komm du mal mit. Wow. Nee, dich, du nicht. Du bist doof. Levioso. Accio. So, du solltest jetzt nicht kaputt gehen, hoffentlich. Wir bringen dich einfach mal dahin und gucken, dass wir, ob wir vielleicht so die Tür bzw. die Wand aufmachen können. Vielleicht klappt das ja auch gar nicht. Da muss ganz was anderes hin. Was Schwereres, ich weiß es nicht. Levioso. Accio. Nee, du sollst den... Levioso. Ja, du sollst den Zauber auch wegmachen. Confringo. Kannst du bitte jetzt einfach... Nein! Shit. Du sollst wieder dahin. Genau. Aber ich denke nicht, dass das funktioniert. Ach, egal, wisst ihr was?